Die Entwickler haben ein großes Update für die Sims 4 veröffentlicht, welches ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Beginnen wir zuerst mit den größten neuen Features. In die Sims 4 stehen jetzt endlich wieder die Feuerwehrmänner bereit, welche kommen, falls es in eurem Haus brennen sollte. Ihr könnt diese entweder rufen oder sie kommen bei platziertem Feuermelder auch automatisch. Aber auch ein weiterer NPC hat es zurück ins Spiel geschafft, der Gerichtsvollzieher. Wenn eure Sims ihre Rechnung nicht bezahlen, kommt er und nimmt so viele Möbelstücke mit, bis ihr die Höhe der Rechnung im Wert eurer Möbel beglichen habt. Auch im Baumodus gibt es jetzt ein paar coole Verbesserungen. Fenster können jetzt frei mit gedrückter Alt-Taste auf den Wänden unabhängig vom Gitter herumgeschoben werden. Allerdings ist es weiterhin nicht möglich, zwei Fenster auf ein und demselben Feld der Wand zu platzieren. Wenn ihr in The Sims 3 gerne mit Leitern gespielt habt, lassen sich diese jetzt ebenfalls wieder im Spiel finden und stehen in insgesamt 16 Farbalternativen bereit. Auch an der Benutzeroberfläche wurde geschraubt. So sieht das neue Inventar der Sims aus. Mit verschiedenen Filtern kann man jetzt nach Favoriten, neuem, Büchern, Garteninhalten und ähnlichem filtern. Und auch nach dem Grad der Reife, des Preises oder Qualität kann jetzt sortiert werden. Wenn eure Sims besonders schnell ihr Inventar zumüllen, ist es jetzt möglich, mehrere Inhalte auf einmal auszuwählen. Die Rechnungen wurden ebenfalls etwas aufgebohrt und lassen sich jetzt in einem eigenen Menü einsehen. Hier spielen Faktoren wie der Grundstückspreis, Strom und Wasser sowie andere Kosten in die regelmäßigen Abgaben mit hinein. Umso mehr Elektrogeräte ihr benutzt, desto mehr müsst ihr auch abgeben. Und eine weitere kleine Neuerung, auf den Weltenkarten von Newcrest, Willow Creek, Oasis Springs und Windenburg findet ihr kleine Markierungen der verschiedenen Nachbarschaften. Im Ersteller 1 Sim-Modus stehen jetzt ebenfalls 12 neue Make-up-Optionen bereit, alle hier aber mit Mac-Werbeschriftzug. Was der da zu suchen hat, verstehe ich nicht ganz. Die neuen Optionen sind allerdings trotzdem ganz cool. Es gab noch einige andere Änderungen, wie das Beheben des Schauspieler-Bugs, es gibt eine neue ohne Strom-Leben-Baumodus-Kategorie und 20 neue vorgefertigte Looks für Kinder und Kleinkinder. Alle Neuerungen könnt ihr ebenfalls nochmal in der Beschreibung nachlesen. Aktuell läuft auch wieder ein Gewinnspiel bei Instant Gaming, bei dem ihr ein Pack nach Wahl gewinnen könnt. Schaut mal in der Beschreibung vorbei. Auf welches Feature habt ihr euch am meisten gefreut? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.